So, herzlich willkommen zum nächsten Teil unseres Hochzeitsfotokurses. Heute gibt es ein relativ simples Thema, Backup-Lösungen für Hochzeitsfotografen. Viel Spaß! So, noch immer bin ich, wie ihr sehen könnt, in diesem Hotelzimmer in Pittsburgh, das sehr dunkel und sehr gelb ist. Meine Hände sind sehr, sehr hell, aber gut. Reden wir über das Thema des heutigen Videos. Und zwar rede ich eigentlich vor allem über den Zeitpunkt, wenn ihr nach Hause kommt von der Hochzeit und was macht ihr dann mit den Daten? Was das Thema Backup angeht, da ist vielleicht der wichtigste Satz, dass erst bei 3 Kopien ihr wirklich sicher sein könnt, dass ihr die Daten nicht verliert. So, wie lege ich diese Kopien an? Ich gehe also nach der Hochzeit meistens direkt nach Hause und fange dann eben die Daten auf eine Festplatte zu übertragen. Das heißt, ich packe alle SD-Karten auf eine Festplatte und im Anschluss, sobald das komplett abgeschlossen ist, speichere ich das dann nochmal auf eine zweite Festplatte. Also quasi, ich nehme den gesamten Ordner und packe den auf eine zweite Festplatte. So, dann habe ich eine zweite Kopie. So, im Anschluss daran habe ich mir angewöhnt, dass ich die JPEGs dieser Fotos, also ich fotografiere immer RAW und JPEG, und die JPEGs, die lade ich halt sofort in die Amazon Cloud. Amazon Cloud einfach deshalb, weil wenn man Prime-Mitglied ist bei Amazon, dann ist das gratis, da die da kann man unbegrenzt JPEGs hochladen. So, um dann noch mal ein bisschen mehr ins Detail zu gehen, wie macht ihr das überhaupt mit den Speicherkarten? Ich benutze halt SD-Karten, immer 2 pro Kamera. Das heißt, die Kamera erstellt schon sowohl von den Foto- als auch von den Videodateien ein internes Backup. Das hat dann einfach den Vorteil, dass wenn eine der Karten mal irgendwie kaputt geht, dass es dann zumindest eine Wahrscheinlichkeit gibt, dass nicht beide Karten gleichzeitig kaputt gehen. Und so erstellt ihr halt schon, während ihr fotografiert und filmt, direkt ein Backup innerhalb der Kamera. Das sind dann natürlich sehr, sehr viele SD-Karten, die ihr benutzt. Ich mache das dann immer so, dass sobald ich halt die SD-Karten ausgelesen habe, das heißt, die sind auf 2 Festplatten, im Idealfall auch schon in der Cloud, dann erlaube ich mir dann auch diese Backup-Karte dann schon mal zu formatieren für das nächste Shooting. Also ich behalte eine SD-Karte, sofern es irgendwie überhaupt möglich ist. Also bis auf absolute Ausnahmefälle behalte ich eigentlich immer eine SD-Karte mit den RAW-Dateien von der Hochzeit, bis ich diesen Auftrag bearbeitet habe. So, die Lösung, die ich euch jetzt beschrieben habe, hat einen kleinen Nachteil. Ich lade nur die Fotos, also nur die JPEGs in die Cloud. Naja, was mache ich mit den Videodateien? Da habe ich mir angewöhnt, dass ich dann darüber hinaus noch alle unbearbeiteten Aufträge auch noch auf einer externen Festplatte speichere, die ich dann immer ins Studio bringe. Das heißt, ich habe eine physikalische Festplatte mit 4 Terabyte, die ich immer hin und her trage und wo ich dann halt nochmal ein externes Backup habe. Und das ist in dem Fall, wie ich das jetzt strukturiert habe, ist das halt insofern sinnvoll, dass ich die Fotodateien dann nochmal an einem ganz anderen Ort habe. Deswegen mache ich ja auch das Cloud-Backup, damit an einem anderen Ort die Dateien sind. Das heißt, wenn jetzt theoretisch mal, keine Ahnung, ein Wasserschaden die Festplatten zerstört bei mir zu Hause, dann habe ich im Studio noch eine weitere Kopie liegen und kann dann mit denen weiterarbeiten. Grundsätzlich ist es natürlich jetzt nicht so, ihr müsst das jetzt nicht so komplett übernehmen, ihr müsst euch nur Gedanken machen, wie schaffe ich es, möglichst 3 verschiedene Kopien zu haben und die dann auch an 2 verschiedenen Orten, ob das jetzt die Cloud oder wirklich extern irgendwo anders, das kann auch im Auto sein, das kann in der Wohnung von Freunden, von Nachbarn sein, was auch immer. Es lohnt sich auf jeden Fall unbedingt an 2 Orten die Dateien aufzubewahren, zumindest halt die, die ihr noch nicht abgegeben habt, wo also dann schon wieder weitere Kopien entstanden sind von dem fertigen Produkt. Das hat halt auch den Vorteil, dass ich jetzt, seitdem ich das mache, habe ich halt ein Archiv, auf das ich von quasi überall zugreifen kann. Und das ist sehr, sehr angenehm, dass man halt eigentlich die Dateien überall zur Verfügung hat.
Und dann vielleicht noch ein kleiner Zusatzpunkt, was im Grunde das gleiche Thema angeht, ist, dass dann auch die fertigen Fotos und die fertigen Filme, da solltet ihr euch auch was überlegen, dass ihr die halt nicht nur auf irgendwie einer Festplatte liegen habt, sondern dass ihr die auf mehrere speichert. Oder zum Beispiel, wenn ihr Apple-Nutzer seid, dann ist es sehr, sehr einfach, dass ihr einfach die iCloud dazu benutzt. Ich mache das halt so, dass ich alles automatisch schon in Lightroom und auch aus Final Cut in einen Ordner exportiere, der halt so automatisch immer in die iCloud hochgeladen wird. Das heißt, ich lege mir einen Ordner an, der in der iCloud ist, und da rein exportiere ich dann. Und das hat den großen Vorteil, wenn man mit mehreren Rechnern arbeitet oder sogar am Handy und am iPad, hat man dann eben Zugriff auf diese fertigen Dateien. Und außerdem ist es halt so, dass man dann nie vergessen kann, habe ich jetzt eigentlich diesen Film nochmal irgendwo extern abgespeichert, dass ich dann darauf zugreifen kann, wenn ich da irgendwie die Kopie verliere. Insofern, wenn ihr da noch Fragen zu habt, schreibt das gerne in die Kommentare. Ich hoffe, das hat euch weitergeholfen. Vielen Dank fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Ciao.